Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem auf meinem Kanal. Mein Name ist MeinMaster und heute mache ich mal ein kleines Update von dem Video, wo ich Hauseinrichtungsideen gezeigt habe. Und zwar diesmal mache ich das Ganze mit Garten. Und zwar fangen wir direkt auch mit dem ersten an. Vorab möchte ich gerne sagen, dieses Video wird etwas kürzer, aber trotzdem hoffe ich, es wird euch gefallen. Auf jeden Fall haben wir hier einen schicken Baum mit einer Schaukel. Und ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Habe ich von einem Spieler auf OP-Sucht. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber auf jeden Fall von einem Spieler auf OP-Sucht. Und ich finde es eine richtig nice Idee, so hier so an den Seiten diese Zäune und dann hier halt die Platten so und dann hier halt noch so die Falltüren. Und man kann sie ja auch offen halten, so dass man die einfach abmacht. Das kann man auch. Das kann man machen, wie man möchte. Ich mag es mehr, wenn die Falltüren da sind. Auf jeden Fall fangen wir jetzt beim zweiten an, was ich mega cool finde. Und zwar ist das ein See, der aber ein kleines Secret hat. Und zwar läuft das Wasser aus einem Fass. Und das, finde ich, ist so eine geniale Idee. Props genauso an den, der das nochmal auf OP-Such gebaut hat. Eben mega nice. Und weiter geht's auch schon mit den drei Feldern, die ich vorbereitet habe. Und zwar haben wir einmal das schöne Farmingfeld. Einfach, wenn es schnell gehen soll, ihr habt eine Überlebenwelt. Ihr könnt euch das gerade nicht leisten, irgendwie mit Holz oder mit Falltüren. Dann baut ihr einfach in den Boden irgendwie so. Und dann macht ihr hier halt noch mit so einer Hacke oder sowas. Auf jeden Fall einmal so. Dann haben wir hier, für die, die sich mehr Baumstämme leisten können und sowas ähnliches, die machen einfach das hier mit Baumstämmen. Natürlich nach oben gerichtet, weil nach unten gerichtet sieht das nicht schön aus. Kann ich direkt sagen. Also nach oben gerichtet ist, so soll es sein. Und dann habe ich hier noch meine eigene Kreation aus Falltüren. Das kann man natürlich auch so hoch machen. Das ist dann aber ziemlich blöd, weil dann kommt hier kein Wasser mehr hin. Deswegen immer die Falltüren offen lassen. So. Und ich finde, das ist einfach eine richtig lustige Idee. Auch mit den Falltüren. So kann man schnell bauen. Easy going. So. Dann kommen wir zu den Leuten, die Luxus haben wollen. So einen ähnlichen Brunnen, nur ein bisschen kleiner, habe ich auch bei mir auf dem OP-Such-Grundstück stehen. Kann ich hier mal gerade einen Screenshot einblenden. Und zwar funktioniert das Ganze so. Hier unten immer so Quarzsäulen. Überall so Quarzsäulen. Dann hier zwischen immer so polierte Quarzblöcke. Innen drin immer eine Glasscheibe. So, das sieht, finde ich, sehr cool aus. Und hier dann halt mit Glowstone immer abwechselnd. Quarzsäule, Glowstone, Quarzsäule, Glowstone, Quarzsäule. Und dann haben wir hier noch das Wasser oben drauf. Und fertig ist der Brunnen. Ich habe es jetzt rechts und links einen Brunnen. Das werdet ihr dann ja eben gerade in dem Screenshot gesehen haben. Und leider, weil das Video heute so mega kurz ist, sind wir jetzt auch schon beim letzten Garten, bei der letzten Garteneinrichtungsidee angekommen. Und zwar, für die Leute, die es neutral halten wollen, ziemlich nett, oder die irgendwie nur so ein Haus bauen oder so ein Familienhaus oder was weiß ich, die können hier so einen kleinen Garten, den können sie natürlich hier erweitern. Man kann auch einen weiteren Weg machen, hier eine Bank und hier eine Bank oder sowas, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur hier so den Anfang gemacht. Hier müsst ihr euch vorstellen, wird dann so das Haus sein. So, also ich mache es jetzt mal nur mit Holzstämmen, aber in Wahrheit sieht das natürlich dann viel besser aus so. Halt so ähnlich soll es dann halt so sein und da geht man halt hier so raus und dann kommt man halt hier so zu seiner netten Bank. Auf OP-Sucht ist genau das, dass man sich dann halt hier auch draufsetzen kann so. Aber na gut, so sieht das aus und ich würde sagen, leider war es das jetzt schon mit diesem Video, aber morgen kommt auch wieder ein 18.15 Uhr Livestream. Ich wünsche euch jetzt einmal noch einen ganz, ganz schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oder eher gesagt, morgen beim Livestream. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Ein fettes Abo. Wir haben bald 50 Abonnenten, schon 44. Finde ich mega geil. Und dann könnt ihr auch noch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns beim Livestream wieder. Bis dann. Ciao. Euer MeinMaster. Ciao. Ciao.